Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von kulturport.de. Es ist eine Premiere in Hamburg, das Haberfront Literaturfestival. 88 Veranstaltungen, über 135 Autoren sind zu Gast entlang des Hafens. Einer, der heute Abend hier in Hamburg liest, ist der beliebte Literat Uwe Timm. Und mit ihm führe ich gleich ein Gespräch. Herzlich willkommen, Uwe Timm. Sie sind zurückgekehrt in Ihre Geburtsstadt. Sie sind eingeladen zum Literaturfestival Haberfront. Sie sind einer der meistgelesensten Autoren in Deutschland und man hat das Gefühl, Sie interessieren sich entweder für alle Themen oder zumindest für sehr, sehr viele. Ist das so? Ich würde sagen, ich interessiere mich vor allen Dingen für Themen, die sehr mit mir zu tun haben und oft auch mit meiner Kindheit zu tun haben, also die sehr weit zurückliegen. Also es ist nicht so, dass ich mir beim Schreiben die Themen aussuche, weil ich denke, da ist irgendwie was aktuell oder könnte interessant sein für den Verkauf. Das ist es wirklich nicht, sondern das sind immer Dinge, die mit mir zu tun haben, die mich umtreiben, die mich beschäftigen und meistens geht das von bestimmten Figuren aus, von Personen aus. Es heißt ja, Sie haben ein sehr starkes Interesse, nicht nur an der eigenen Kultur, sondern auch sehr stark an fremden Kulturen. Woher kommt das? Welche Auslöser gab es da, dass Sie sich auch für etwas interessieren, was vielleicht außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas liegt?